Besuch aus Südkorea in Kiew. Am Samstag ist überraschend der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Es ist der erste Besuch von Yoon in Kiew, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Yoon hatte zuvor am NATO-Gipfel in Litauen teilgenommen. Am Freitagabend hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache die Erwartungen an die laufende ukrainische Offensive gedämpft. Wir müssen ganz klar, so klar wie möglich begreifen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles ihnen Mögliche tun, um unsere Soldaten aufzuhalten, sagte Zelensky am Freitag. Daher müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorwärts kämen, und für jeden Erfolg im Kampf dankbar sein, betonte er nach einem Treffen mit Kommandeuren. Die Aussage ist ein Indiz für die Schwierigkeiten, mit denen das ukrainische Militär bei seiner Offensive konfrontiert ist. Die ukrainischen Truppen hatten Anfang Juni im Süden des Landes mit der Rückeroberung von russisch besetzten Gebieten begonnen. Beide Seiten berichten von schweren Kämpfen. Das ukrainische Militär hat am Donnerstag ein Video veröffentlicht, das nach eigenen Angaben ukrainische Spezialeinheiten bei der Erstürmung russischer Stellungen in der südlichen Region Cherson zeigt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte anhand des Musters der im Video zu sehenden Flussarme, Seen und Inseln, die mit Satellitenbildern des Gebiets übereinstimmen, bestätigen, dass es sich um die Region Cherson handelt. Reuters war nicht in der Lage, das genaue Datum, an dem das Video gedreht wurde, unabhängig zu überprüfen. Laut der Bildunterschrift der auf Facebook veröffentlichten Aufnahmen entdeckte eine ukrainische Aufklärungsdrohne russische Stellungen auf einer Insel im Fluss Dnipro.